Heute kümmern wir uns um die Frage, warum beim Spiegelverkehr nur die horizontale Achse vertauscht wird. Aktiviert die Glocke. Ach ja, Spiegel. Sie reflektieren beinahe jedes Licht, das auf sie trifft. Also wie eine weiße Wand im Prinzip. Aber warum sehen Spiegel dann nicht wie eine weiße Wand aus? Simpel. Spiegel reflektieren das Licht, was auf sie trifft, im gleichen Winkel, wie es eintrifft. Eine weiße Wand hingegen streut das Licht, das auf sie trifft, weil sie rau ist. Aber wie rau, um genau zu sein, denn selbst diese Fläche hier erscheint weiß und nicht als Spiegel, und das obwohl sie extrem glatt ist. Die Regel ist so, dass die Rauheit ungefähr unter der Hälfte der Wellenlänge liegen muss. Dann ist das Licht nämlich wie dieser Gummiball hier, nur in komplett anders. Das dient jetzt auch nur als simples Beispiel. Der Ball prallt normalerweise im gleichen Winkel ab, wenn die Löcher zu klein sind. Das ist jetzt ein Spiegel und seine Rauheit. Sind die Löcher jetzt allerdings größer, wird der Ball abgelenkt und somit im Raum tatsächlich gestreut. Und deshalb habe ich mir auch einen phosphoreszierenden Gummiball besorgt. So konnte ich nämlich jetzt das Bewegungsmuster von 10 Würfen in diesem Luminogramm, ihr habt das Video verpasst, festhalten. Das ist Streuung. Und das der gleiche Ein- und Austrittswinkel beim glatten Lochblech. Streuung, gezielt, gezielt, Streuung. Und es ist auch lustig, dass der Gummiball, welcher Licht darstellen soll, leuchtet. Gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video, wenn ihr solche Experimente feiert. Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema des Videos. Warum ist beim Spiegelverkehrten nur horizontal vertauscht? Stehe ich vor einem Spiegel, sieht die Schrift echt komisch aus. Und hebe ich nun meine linke Hand nach oben, dann sieht es so aus, als würde mein Spiegelbild seine das Gegenteil von Linkshand hochhalten. Und das ist auch der springende Punkt. Es sieht für mich nur so aus, als wäre das der Fall. Es ist Perspektive. Ich denke mich ja in die Position meines Spiegelbildes rein und dann wäre das definitiv seine das Gegenteil von Linkshand. Das ist aber kein Mensch, auf den ich blicke. Ich blicke, durch Glas, auf eine zu glatte Metalloberfläche. Folglich ist das nicht das Gegenteil von Linkshand einer mir gegenüberstehenden Person, sondern das Licht, welches von meiner linken Hand auf den Spiegel fällt. Und von da, wo es hinfällt, kommt es natürlich auch. Dein Links bleibt bei deinem Links und dein Oben bei deinem Oben. Deshalb sind auch diese Pfeile, dazu kommen wir am Ende des Videos. Deshalb denkt man auch gerne mal, dass man auf Fotos komisch aussieht. Insecurity ist mal ausgeschlossen, denn dort siehst du dich nämlich, wie dich andere sehen. Die ganze Zeit, du allerdings siehst dich im Normalfall eigentlich eher nur im Spiegel und das ist spiegelverkehrt. So siehst du dich jeden Morgen. Und macht man dann mal von dir ein Foto, hast du eine korrekte Ablichtung von dir. Die ist für dich aber ungewohnt. Und um das zu verhindern, wird auch gerne das Bild von Selfie-Kameras künstlich gespiegelt. Aber nur während dem Anzeigen. Nach dem Fotografieren sind die Bilder richtig. Bei Instagram hingegen, folgt mir auf Instagram, bleibt das allerdings sogar nach dem Schuss gespiegelt. Hauptsache, man ist zufrieden mit dem Foto und postet es deshalb. Und jetzt noch was Interessantes. Ich habe mal wieder den 3D-Drucker angeschmissen, weil es im Internet viele tolle optische Täuschungen gibt. Und eine davon wäre die Pfeiltäuschung. Schauen wir die Pfeile aus einer Richtung an, zeigen sie nach innen und bei der anderen nach außen. Jupp, Perspektive. Das klappt sogar im 3D-Modell selbst, während es noch nicht mal ausgedruckt ist. Und schauen wir das Ganze jetzt noch durch einen Spiegel an, wird es umso klarer. Wir sehen wirklich nur das Licht, welches von dieser Seite auf den Spiegel kommt. Das Spiegelverkehrte ist das, was der Spiegel sieht. So hätten wir das Blatt Papier umgedreht, also klar stimmt das nicht mit dem überein, was der Spiegel sieht. Perspektive. Dein Links bleibt bei deinem Links und dein Oben bei deinem Oben. Schau dir jetzt noch das Video von letzter Woche an, denn da haben wir Säure probiert und zwar hochkonzentrierte, damit wir mal den sauersten aller Geschmäcker wahrnehmen. Und ja, meine Ex-Freundin war auch dabei. Und das untere Video hast du verpasst, denn das war das Luminogramm-Video. Es war verdammt cool. Und danke an alle Leute, die die Projekte auf diesem Kanal hier finanziell unterstützen.